Jo, Freunde, was geht? Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid bereit für einen neuen Fortnite-Shop. Denn wie jeden Tag stelle ich den euch auch heute natürlich wieder vor. Und zwar haben wir dort heute das neue Batman Zero-Paket drin. Das ist hier der neue Skin. So schaut der aus. Es gab ja schon mal einen Batman-Skin. Ich kann euch hier nochmal ganz kurz hier im Spind zeigen. Ich glaube, ich habe den sogar gekauft. Batman, mal gucken. Ja, hier ist der. Der Originale schaute so aus. Ich glaube, es gab dazu auch noch einen Style, oder? Hast du nicht auch in so einem Comic-Style? Ich hätte schwören können. Das sieht sogar doch hier anders aus, oder? Ich dachte eigentlich, dass man beide bekommen hätte. Merkwürdig. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen weiteren neuen Batman-Skin. Der kostet 1,5 alleine. Hat auch noch einen Umhang dazu. Okay, schaut ganz nice aus. Dazu gibt es auch noch einen Umhang. Es gab schon mal so einen ähnlichen, aber hier ist der so leicht zerfleddert. Ja, genau, also das ist ein kleiner Unterschied. Dafür nochmal neu 1, 2, relativ teuer. Dann gibt es eine Hacke jetzt. Oh, man sieht, Leute, oh, das ist übelst geil gemacht. Guck mal, man sieht jetzt die Schlaganimation. Das ist so viel besser gemacht, weil bisher hat man das ja nie gesehen, wie das denn ausschaut, wenn man mit der Hacke schlägt, wie man die schwingt. Das ist richtig nice, dass sie das geupdatet haben. Und das schaut auch ziemlich cool aus. Also mal wieder so eine schwingende Hacke für 800 V-Bucks, das gefällt mir, die Greifhacke. Und dann gibt es das Ganze noch als Paket, da spart man dann 1400 V-Bucks und bekommt auch noch so ein Ladebildschirm for free dazu. Den finde ich jetzt nicht so mega krass, aber man spart halt gut V-Bucks. Obwohl man wirklich sagen muss, dass halt sowohl der Batman-Skin jetzt nichts so krass Neues ist, als auch der Gleiter. Aber ich weiß nicht, ich glaube, am ehesten würde ich mir tatsächlich die Hacke von dem ganzen Paket holen. Außerdem haben wir natürlich noch von gestern den neuen Wellenreiter-Skin drin. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Es hat sich ja im Laufe des Tages der Shop geupdatet und dann kam der neue Wellenreiter-Skin rein, zusammen mit diesem Backpack hier. Ups, oh Gott, lol, wie nah kann man. Hä? Man kann einfach so insane nah ranzoomen. Das war noch nie so. Das ist krass. Sie haben anscheinend ein bisschen was geupdatet, so an den Fortnite Shop-Mechanics. Dazu gibt es dann mal wieder die Schlüffentine, das gesamte Set davon und natürlich auch Dr. Schlüffenstein mit den creepy Augen. Ach, hier können wir nicht näher ranzoomen. Okay, vielleicht beim Backpack können wir da näher ranzoomen. Ja, okay. Macht Sinn, macht Sinn. Und dazu noch die tropfende Axt für 800 V-Bucks. Ja, das ist der Sound. Weiter geht's mit meiner geliebten Gaunerin. Ey, so ein nicer Skin. Wirklich, ich feiere den richtig. Ist immer noch mein Lieblingsskin. Vor allen Dingen wegen der Maske hier. Backpack ist okay. Würde ich mir aber jetzt nicht unbedingt wegen dem Backpack hier holen. Dann mal wieder die freche Wurst mit dem integrierten Tray dazu. So schaut der aus. Dann geht's weiter mit Träumerfüße. Genau, der nächste ist ein Endlosrad. Was wirklich endlos ist. Ich glaube, es ist sogar ein Fortbewegungs-Emote, aber steht irgendwie nicht hier. Muss ich vergessen. Dann jonglieren für ebenfalls 500 V-Bucks. Auch ein cuter Emote. Und noch die schweren Schritte. Das ist quasi der Bigfoot Walk. Man hat auch so leichten Sound dazu. Das ist ein cooler Walk. Den mag ich. Dann haben wir immer noch die goldene Woche drin. Und ich glaube. Oh, genau. Rot versus Blau ist raus. Die goldene Woche bleibt bestimmt auch noch. Obwohl, wie lange bleibt das? Ich weiß gar nicht, wann die angefangen hat, aber dürfte jetzt langsam bald rauskommen. Schattenschlag ist auch mal wieder da. Das gesamte Paket kann ich mal ganz kurz zeigen. Bestehend aus dem Mech-Anführer, seiner Hacke, dem Nachtkanonier, dem Schatten-Archetype und der Schatten-Schlechte-Hacke. Genau, das kann man als Paket verkaufen. Da kostet es 1000 V-Bucks weniger, wenn man das zusammenkauft. Alright. Da manche das sich gewünscht hatten, hier nochmal das Crew-Paket. Das ist ein ziemlich heftiger Skin, der dabei ist. Finde ich nice. Dann dieser Backpack noch. Diese Axt dazu. Diese Lackierung, die finde ich jetzt nicht so geil. Und den Ladebildschirm, den finde ich actually ganz cool. So schaut der aus in groß. Den finde ich nice. Besser als den vom Batman-Paket jetzt. Jo, heftiger Shop auf jeden Fall. Batman-Paket, weiß ich nicht, ob ich das so empfehlen würde. Ich glaube, wenn man den alten Batman-Skin hat, dann wahrscheinlich eher nicht. Falls ihr euch was holt, ihr könnt gerne den Creator-Code Snox eintragen. Vielen Dank an euch. Und ja, würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich habe jetzt hier so langsam wieder mein normales Setup, beziehungsweise halt auf jeden Fall überhaupt ein Setup zum Aufnehmen. Und würde sagen, dann sehen wir uns spätestens morgen wieder zum nächsten Shop-Video. Die nächste Woche kann ich auch wieder ein bisschen mehr streamen. Ich bin ja gerade, für die, die es nicht wissen, auf so einem Deutschland-Trip einige Events und Termine gehabt, die ich gerade abklappe. Und dann geht es wieder zurück auf Madeira. Und dann von dort kann ich halt wieder ganz normal streamen.
Ja, in dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag und bis morgen, Leute. Tschüss!